Hallo und willkommen beim Motorradmagazin, heute aus dem sonnigen Teneriffa. Ja, KTM blickt ja mittlerweile schon zurück auf eine fast 20-jährige Vergangenheit von Einzylinder-Adventure-Bikes. Wenn wir zurückdenken, hat es die 620-Adventure gegeben, die 640-Adventure und in deren Fußstapfen da steigt jetzt die neue 390-Adventure laut KTM-Marketing. Sie soll eine leichtgewichtige, robuste und leistbare Reise-Enduro sein, quasi in der Einstiegsklasse. Und ob sie tatsächlich alle meine Erwartungen erfüllen hat können, Offroad und Onroad, das habe ich für euch heute getestet. Ja, die 160 km/h haben wir gerade am Tacho gehabt. Damit haben wir wohl den Hopspeed erreicht. Ja, 44 PS und 37 Newtonmeter. Das ist jetzt nicht unbedingt besonders potent für eine Reise-Enduro, aber ich muss sagen, für die kurvenreichen Straßen hier in Teneriffa eigentlich ziemlich ausreichend. Ab 2500 Touren ungefähr nimmt das Motorrad wirklich ruckfrei Gas an. Kann mich nicht beschweren, Beschleunigung ist in Ordnung, solange man die Drehzahl oben hält. Ist natürlich nichts, wenn man einen Bums von unten sucht. Bremsanlage haben wir eine Einfachscheibe an der Front. Da war ich im ersten Moment ein bisschen skeptisch, muss aber zugeben, dass das eigentlich gut funktioniert und für das Fahrzeuggewicht und diese Motorleistung ausreichend ist. Ja, hier haben wir diesen bildschönen Einzylindermotor von KTM, der, obwohl man es gar nicht erwarten würde, auch in Indien gefertigt wird. Im Inneren haben wir 373 Kubik, daraus resultieren 44 PS und 37 Newtonmeter. Man muss sagen, das ist von der Leistung her für diese Klasse eigentlich optimal, nämlich das Leistungs- und Gewichtsverhältnis, das ist wirklich optimal. Trotzdem ist dieses Fahrzeug A2-Führerschein tauglich und ich kann schon prophezeien, ich glaube, es wird ein großer Verkaufserfolg bei uns werden, denn es ist rangiert ja auch die 390 Duke, also das Naked Bike Pendant zur 390 Adventure unter den Topsellern der österreichischen Verkaufscharts. Zusätzlich zu diesem wirklich tollen Aggregat gibt es auch einen Haufen Elektronik, nämlich einen Ride-by-Wire Gasgriff, eine Kurven-ABS, also eine schräglagenabhängiges ABS, auch eine schräglagenabhängige Traktionskontrolle, optional eben auch einen Quickshifter. Also man kann sich wirklich nicht beschweren, was es in dieser Klasse alles hier inklusive gibt. Auch dabei ist natürlich dieses wunderbar farbenfrohe TFT-Display von KTM, das wir oben im Cockpit haben. Ja, wir sehen hier auch das farbenfrohe TFT-Display, das in dieser Preisklasse wirklich einzigartig ist. Um 6.900 Euro weiß ich das jetzt von keinem anderen Fahrzeug. Das ist wirklich bei Tageslicht sehr gut ablesbar, Kontrast ohne Ende. Da vermisst man wirklich überhaupt nichts. Ja, der Andi Meyer von KTM ist mehrfacher Romaniacs-Teilnehmer und Finisher, soviel ich weiß. Der gibt hier schon ordentlich Gas. Man sieht, ich muss dem kleinen 373 Kubikmotor leider alles abverlangen, um hier dran zu bleiben. Da kommt der Drehzahlmesser aus dem Flackern gar nicht heraus. Ja, das Getriebe der KTM 390 Adventure funktioniert eigentlich reibungslos. Die Gangwechsel sind knackig und präzise. Optional gibt es für das Fahrzeug auch einen Quickshifter Plus. Das bedeutet, ich kann dann ohne Kupplung rauf und runter schalten, wie man das natürlich mittlerweile schon von vielen Fahrzeugen kennt, aber eben nicht in dieser Preisklasse um 6.900 Euro. Wie gesagt, optional aus dem Zubehörprogramm, angeblich rund 300 Euro Aufpreis soll das kosten. Ja, während wir hier durch die Vulkanlandschaft von Teneriffa rollen, ein paar Worte zur Ergonomie.
Ich muss sagen, das Fahrzeug ist alles in allem sehr komfortabel. Also gerade das Dreieck zwischen Händen, Fußrastern und Sattel ist wirklich gelungen und ausgewogen. Natürlich könnte man jetzt sagen, der Kniewinkel könnte noch bequemer sein, aber ehrlich gesagt sind 855 mm Sitzhöhe für manche Körpergrößen eh schon ein bisschen am Limit. Ich würde daher anstelle von KTM auch nicht mit der Sattelhöhe weiter hinaufgehen, nur um einen besseren Kniewinkel zu erzielen. Das ist eigentlich ein sehr guter Kompromiss. Damit hält man lange Etappen aus. Das Einzige, was hier eigentlich für mich keinerlei Effizienz zeigt, das ist das kleine Windschild da vorne. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass das irgendwas von meinem Oberkörper oder von meinem Helm fernhält. Ich habe das Gefühl, ich sitze auf einem Naked Bike, ganz ehrlich gesagt. Generell ist die 390 Adventure ein sehr kompaktes Motorrad und das trifft natürlich auch auf diesen 14,5 Liter Tank hier zwischen meinen Oberschenkeln zu. Das ist wirklich beeindruckend, wie schlank der geworden ist und trotzdem doch ein ausreichendes Tankvolumen zur Verfügung stellt. Mehr als 400 Kilometer Reichweite verspricht uns KTM für diesen Tank. Wir sind heute doch recht viel Offroad gefahren und auch wirklich, wirklich schnell. Ich möchte nur erwähnen, es war Toby Price, der Dakar-Sieger, dabei und der kann auch auf der Landstraße sehr schnell fahren. Wir haben einen Verbrauch gehabt von im Schnitt 4,3 Litern heute. Ich glaube, im Normalbetrieb schafft man das nicht, da wird man deutlich unter 4 Litern Verbrauch bleiben. Aber je nach Fahrweise könnten sich das also mit den 400 Kilometern ausgehen. Ansonsten zur Sitzposition muss ich sagen, der Kniewinkel ist für mich noch komfortabel. Ich bin 1,79 Meter groß. Er könnte ein wenig gestreckter noch sein, wenn es nach mir geht. Aber das ist natürlich ein Kompromiss, denn wir haben hier eine Sitzhöhe ohnehin schon von 855 mm. Würde man jetzt eine etwas entspanntere Knieposition haben wollen, dann müsste der Sattel noch höher sein. Das würde, glaube ich, dann vielen Fahrern mit einer kleineren Körpergröße das Leben deutlich erschweren. Insofern ist das wirklich ein guter Kompromiss. Ansonsten habe ich es eh schon erwähnt, ein sehr kompakter Knieschluss. Auch die Lenkerposition nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig, dass ich mich extrem vorbeugen müsste. Passt gut on-road, passt gut off-road. Komfortable Sitzbank, glaube auch für den Beifahrer relativ kommod zum Mitfahren. Also die Ergonomie ist rundum gelungen. Große Schwachstelle natürlich der Windschutz von diesem Mini-Plexiglas-Schild hier. Der ist einfach nicht vorhanden, muss man sagen. Man fährt hier drauf wie auf einer Supermoto. Vielleicht habe ich einen weniger Wind an meinem Bauchnabel, aber ansonsten merke ich davon keinen Effekt. Natürlich muss man auch beim Fahrwerk preisbedingt gewisse Abstriche machen. Bis 120 km/h fährt die 390 Adventure eigentlich sehr spurstabil und souverän. Und ja, man hat ein sicheres Fahrgefühl. Wenn man es dann doch etwas schneller haben möchte, dann merkt man einfach, dass das Fahrwerk nur federt und zu wenig dämpft. Also es ist ja ein wenig unterdämpft, aber das ist natürlich aufgrund des Anschaffungspreises irgendwie auf der Hand, dass hier der Rotstift ja auch zu spüren sein muss an gewissen Bereichen. Der Endantrieb der KTM 390 Adventure funktioniert natürlich über Kette. Außerdem sehen wir hier eine Aluminium-Fachwerk-Zweiarmschwinge. Das ist beides etwas, das kennen wir schon aus diversen KTM-Modellen, natürlich auch aus der 390 Duke, also dem Pendant, dem Naked Bike Pendant zur 390 Adventure. Wir haben hier einen klassischen Kettenspannmechanismus, sehr praktisch, einfach zu bedienen. Und wir sehen hier auch natürlich die Aluminium-Gussräder, die dem Einsatzzweck dieses Fahrzeugs eigentlich gut entsprechen. Sie sind halt optisch leider nicht so aufregend wie Drahtspeichenräder. Die gibt es nur optional im KTM Powerparts Zubehör. Aber für die Offroad-Abstecher, die man mit diesem Fahrzeug macht, sind Aluminium-Gussräder vollkommen ausreichend. Montiert sind hier auch Continental TKC 70 Reifen am Hinterrad, am 17 Zoll Hinterrad und am 19 Zoll Vorderrad. Die haben auf der Straße, wie ich heute erfahren habe, einen wirklich sehr, sehr guten Grip. Man hat einen guten Grenzbereich, man spürt es frühzeitig, wenn der Reifen beginnt wegzuschmieren. Und im Gelände muss man sagen, für Schotterstraßen absolut ausreichend, mehr braucht man nicht. Vielleicht den Luftdruck ein bisschen absenken und man ist auch Offroad wunderbar unterwegs. Ja, und schon sind wir hier in einer Offroad-Passage bei der KTM-Präsentation. Nicht allzu schwieriges Terrain, einfach nur ein bisschen loser Schotter. Und für diesen Zweck habe ich mir erlaubt, die Traktionskontrolle auszuschalten und beim ABS den Offroad-Modus zu aktivieren.
Beides geht über diese äußerst intuitive Bedienung des Cockpit TFT Instruments. Das ist, wenn man einen Apple iPod bedienen kann, kann man auch das KTM Display bedienen. Man sieht, trotz der nur 44 PS, 37 Newtonmeter, zartes Motorrad eigentlich sehr schön den Berg hinauf. Muss da nicht allzu viel die Kupplung einsetzen. Zweiter Gang. Es ist übrigens so, wenn man den Offroad-Modus aktiviert hat, dann bleibt dieser Modus auch erhalten, sobald man den Kill-Switch abschaltet. Man sieht, Offroad, ABS und Traktionskontrolle off ist weiterhin. Nur wenn ich den Zündschlüssel abschalten würde, dann würde sich das System resetten und es wäre das ABS wieder aktiviert. Dieses Familiengesicht mit LED-Scheinwerfer, das kennt man natürlich schon aus der KTM-Palette. Das ist für mich eines der polarisierendsten Teile am ganzen Fahrzeug. Manche lieben es, manche hassen es. Ich bin einfach nicht sicher, was ich davon halten soll. Für mich persönlich ist hier ein bisschen der Designabstand zwischen dem relativ einteiligen hinteren Teil des Fahrzeugs und der abgesetzten Frontmaske, die ein bisschen Insektoid ausschaut. Das ist mir ein bisschen zu krass. Andere Leute finden das sexy. Das muss jeder natürlich für sich selbst beurteilen. Jedenfalls ist es ein Alleinstellungsmerkmal von KTM. Ja, bei dem serienmäßigen Motorschutz, das ist vielleicht die einzige Schwachstelle beim Offroad-Fahren. Wenn man tiefere Bodenwellen hat, die man vielleicht etwas zu schnell erwischt oder eine Wurzelpassage, dieser Teil hier, der Krümmerschutz, der schleift dann kurz am Boden, ist aber nichts Gravierendes, dafür ist er im Endeffekt auch da. Aber das ist natürlich der nicht allzu üppigen Bodenfreiheit vom Fahrzeug geschuldet. Logischerweise möchte man ja auch eine halbwegs moderate Sitzhöhe, die ja hier 855 mm beträgt, realisieren. Und aus diesem Grund kann man jetzt da nicht noch viel mehr Bodenfreiheit herausholen, schon gar nicht mit einem 19 Zoll Vorderrad oder einem 17 Zoll Hinterrad. Ja, das Fahrwerk steckt ganz schön was ein auf den Bodenwellen hier. Es funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Man merkt halt bei solchen Straßen immer sofort, dass der vorwiegend limitierende Faktor für so ein Reise-Enduro-Fahrzeug halt ist immer der Reifen bzw. auch der Reifendruck. Also wir sind hier einfach ins Gelände abgebogen, ohne irgendwelche Justierungen am Reifendruck vorzunehmen. Und das spürt man natürlich jetzt schon. Der Reifen ist mächtig hart, kann ich euch sagen. Rutscht von einer Seite zur anderen. Also, wäre ich jetzt hier privat unterwegs, würde ich vielleicht den Luftdruck ein bisschen senken oder ein bisschen gemütlicher fahren. Optisch wirklich gut gelungen ist der Schalldämpfer der 390 Adventure. Der ist sehr schmal, also wie man sieht, gerade mal vielleicht 8 cm, 9 cm und wirkt einfach luftig leicht. Ich finde, hier muss man nicht unbedingt in Akrapovic oder sonstige Zubehörfirmen investieren. Der Serienschalldämpfer funktioniert einwandfrei, macht auch einen herrlich brummeligen Serienklang. Ich würde hier Geld sparen und nicht in weiteres Soundtuning investieren. Ja, nach rund 30 Offroad-Kilometern nähern wir uns jetzt dem wortwörtlichen Höhepunkt der Tour. Mir wurde gesagt, wir fahren hier irgendwo ganz in der Nähe vom Gipfel des Teide, des berühmten Vulkans von Teneriffa, durch die Gegend. Der soll sich irgendwo links von mir befinden. Ich sehe ihn jetzt zwar nicht, aber wird schon stimmen. Es ist eine wirklich herrliche Kulisse. Angenehme, ich schätze 18 Grad. Außentemperatur, so möchte man es gern haben im Winter. Und unter mir das Wolkenmeer im Tal an der Küste von Teneriffa.
Ja, der gestufte Sattel der 390 Adventure, der taugt mir wirklich sehr. Man sieht hier schon, er ist wirklich breit, also man hat wirklich mit dem Hintern genug Platz, um hier lange Reisen zurückzulegen, und sehr knackig. Das heißt, das ganze Fahrzeug gibt einem viel Feedback auch vom Heck her. Man weiß immer, hat man Traktion oder nicht. Ich finde genau solche Sättel optimal, um ein gutes Fahrzeuggefühl zu haben und trotzdem auf weiten Reisen, auf Langdistanzen keine Hinternschmerzen zu bekommen. Nicht nur nützlich für die Beifahrerin zum Anhalten, sondern auch fürs Rangieren im Gelände sind diese wirklich üppig ausladenden Kunststoffhandgriffe am Heck der 390 Adventure. Die machen einen wirklich massiven Eindruck. Man könnte hier auch ohne weiteres die Gepäckrolle drüber spannen. Das ist wirklich, wirklich robust gebaut. Und ich glaube, wenn man das Motorrad einmal unfreiwillig irgendwo im Gelände eingegraben hat oder, Gott bewahre, umgelegt hat, da kann man richtig anpacken und das Fahrzeug wieder aus der Misere herausziehen. Ja, wer sich die 390 Adventure um 6.900 Euro kauft, der muss mit Aluminium-Gussrädern leben. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was man standesgemäß gerne auf einem Offroad-Bike drauf hat. Es gibt aber im KTM Powerparts Zubehörprogramm entsprechende Drahtspeichenfelgen. Da muss ich noch herausfinden, was die kosten, aber wer sich das Fahrzeug optisch aufhübschen möchte, der findet da eben eine sehr gute Variante. Wobei ich ehrlich sagen muss, bei diesen Wegen, so wie wir sie hier gerade fahren, vermisse ich da jetzt eigentlich keine besseren Offroad-Räder. Das schaffen gute Gussräder wie diese hier an der 390 Adventure auch problemlos, ohne dass man da die Felge besonders strapaziert oder sich einen Schlag holt. Ja, einen Kritikpunkt, den ich heute von einigen Kollegen gehört habe, ist, dass die 390 Adventure keine Drahtspeichenräder hat. Da finde ich, da muss man halt die Kirche im Dorf lassen. Um diesen Anschaffungspreis darf man da nicht zu viel erwarten. Und die Aluminium-Gussräder, die hier drauf sind, die sind wirklich robust. Also wir haben es heute Offroad richtig krachen lassen und da stehen schon einige große Lavasteine aus den Schotterstraßen heraus. Ich glaube nicht, dass man in der Lage ist, mit dem Fahrzeug diese Felge allzu leicht zu ruinieren. Schon gar nicht bei dem, was ich mit diesem Fahrzeug überhaupt zumuten würde beim Offroad-Fahren. Wir haben hier ja auch eine Continental TKC 70 Bereifung drauf, also keinen Hardcore-Offroad-Reifen. Einen guten Kompromiss für die Schotterstraße und eben für den Asphalt, auch sehr viel Grip. Ich muss sagen, ich wäre sehr glücklich mit diesen Felgen, das wäre für mich absolut ausreichend, auch wenn sie optisch vielleicht nicht so viel hermachen. Aber wem das nicht gefällt, der kann natürlich noch ins Geldbörsel greifen und sich aus dem Powerparts-Programm die Drahtspeichenräder nehmen. Noch ein kurzes Wort vielleicht zu den WP-Fahrwerkskomponenten. Die schlagen sich hervorragend bis 100-120 km/h. Da ist das präzise, gut ausbalanciert. Ist man dann schneller unterwegs, dann merkt man, kommt das Ganze ans Limit, dann ist ein wenig zu, also ist die Dämpfung etwas zu schwach der Fahrwerkskomponenten. Das Fahrzeug beginnt ein bisschen sich aufzuschaukeln, speziell beim Anbremsen von schnellen Kurven, merkt man dann, wie stark das eigentlich eintaucht an der Front. Obwohl mich diese Einscheibenbremse vorne wirklich überrascht hat, was die für eine gute Bremsleistung hat. Und ich muss auch sagen, ein Kurven-ABS hier auf so einem Fahrzeug zu haben, eben auch in der Einsteigerklasse, das ist ein richtiges Sicherheitsplus. Nicht ganz überzeugt hat mich übrigens die Traktionskontrolle, die ist für sehr dynamisches Fahren vielleicht etwas zu defensiv eingestellt. Also in wirklich engen Kehren, wenn man da voll heraus beschleunigt, dann ist sie dauernd am Arbeiten. Schaltet man sie dann aber ab, dann hat man eigentlich, merkt man erst, was für ein Vortrieb möglich wäre. Die bremst quasi ein bisschen so das Engagement des Piloten. Aber das ist auch wirklich schon alles, was ich an der Elektronik bekritteln möchte. Und das Gute ist, man kann das ja ausschalten, wenn es einen stört. Auch dass wir hier kein 21 Zoll Vorderrad haben, wie halt bei echten Enduros üblich, empfinde ich persönlich überhaupt nicht als Nachteil. Das ist nun mal kein Fahrzeug für Hardcore-Offroad-Etappen, sondern eher für den Allround-Adventure-Einsatz, fürs tägliche Commuting, wie das so schön heißt. Und da geht das vollkommen in Ordnung. Und hier haben wir schon den typischen schwarzen Sand von Teneriffa, der auf den vulkanischen Ursprung der Insel zurückzuführen ist. Eine tolle Kulisse für einen kleinen Adventure-Ausflug. Sehr positiv herauszustreichen, sowohl der Kupplungs- als auch der Bremshebel sind
mit einem Handrad auf die Griffweite verstellbar. Die Kupplung wird per Seilzug betätigt, nicht per Hydraulikleitung. Das ist zwar etwas günstiger, aber natürlich hat das auch Vorteile, was die Haltbarkeit betrifft. Es kann kein Hydraulikleck entstehen. Also wenn man in der Wüste eine Panne hat, ist es wahrscheinlich nicht, weil die Kupplungsflüssigkeit ausgelaufen ist. Für diesen Schotterstraßenabstecher hier habe ich übrigens das ABS auf den Offroad-Modus gestellt. Das bedeutet, es regelt nur am Vorderrad. Das Hinterrad kann ich blockieren und außerdem die Traktionskontrolle deaktiviert. All das lässt sich sehr einfach über dieses wunderbare TFT-Display im Cockpit regeln, das sich intuitiv bedienen lässt. Also wer einen Apple iPod bedienen kann, kommt auch garantiert mit dem KTM-System zurecht. Ja, am Vorderrad verzögert wird mit einer 320 mm großen Scheibenbremse, Einfachscheibe, keine Doppelscheibe. Der Bremssattel stammt von Brembo, denn Bübre heißt nichts anderes als bei Brembo. Also eigentlich auch eine Qualitätsware, natürlich trotzdem aus der günstigeren Produktionsschiene. Ich muss sagen, anfangs war ich ein wenig skeptisch, ob eine Einfachscheibe bei über 170 Kilo Fahrzeuggewicht vollgetankt ausreicht. Muss aber jetzt sagen, für mich im Solo-Betrieb ist die Bremsanlage vollkommen ausreichend. Sie gibt ein gutes Feedback, sie ist kräftig genug. Es ist natürlich jetzt noch auszutesten, wie das mit Gepäck und mit Sozia wäre. Vielleicht vermisst man dann die Doppelscheibenbremsanlage, aber jetzt bei der ersten Ausfahrt keinerlei Kritik daran. Was sich bei unserem Offroad-Test heute wirklich bewährt hat, das sind diese extrem griffigen Fußraster hier. Da hat man wirklich einen sehr sicheren Stand, weil der Pedalkörper ist sehr, sehr breit und man kann kaum von diesen Rastern, von diesen scharfen Raster abrutschen. Genauso hat man ein wirklich gutes Gefühl für die Hinterradbremse, die sich hier natürlich auch in der Höhe verstellen lässt, je nachdem, ob man mehr im Sitzen oder im Stehen fährt, hat ja jeder so ein bisschen seinen unterschiedlichen Stil. Also Fußrasteranlage, großes Daumen hoch, wirklich gut gelungen. Was die Motorcharakteristik für den Offroad-Einsatz betrifft, ist es so, dass der Motor schon sehr drehzahlgierig ist. Also ehemalige Piloten einer 620 oder 640 Adventure, die dürfen sich abschminken, dass sie bei der 390 Adventure dieses Punch-Drehmoment von unten bekommen. Also eine steile Auffahrt, einfach nur auf Standgas rauftuckern, ist vielleicht mit dem Motorrad nicht so einfach. Das will auf Drehzahl gehalten werden. Aber das ist einfach unkompliziert. Drehzahl halten ist wirklich nicht schwierig. Das Motorrad dreht sehr schnell hoch. Wir haben ja hier den Motor der 390 Duke eingebaut und zwar ohne grobe Veränderungen. Das bedeutet keine Schwungmassenadaptionen. Schwungmasse ist hier genauso groß wie an der 390 Duke, die natürlich für den Straßenbetrieb ausgelegt ist und dementsprechend relativ wenig Schwungmasse hat. Das funktioniert aber auch bei der 390 Adventure sehr gut eigentlich, überraschend gut. Unterhalb des kontraststarken TFT-Displays finden wir serienmäßig einen 12-Volt-Anschluss fürs Navigationsgerät. Also auch hier hat KTM schon vorausgedacht für den Reiseeinsatz. Da braucht man nichts extra aufzahlen. Wer unbedingt einen USB-Anschluss möchte, der muss sich halt hier einen Adapter reintun. Den kriegt sie schon um ein paar Euro im Elektronikgeschäft. Die 390 Adventure wird zu 100% in Indien gefertigt. Es ist also nicht made in Mattighofen. Jedes europäische Fahrzeug kommt aber danach nach Oberösterreich und wird einer Endkontrolle unterzogen im Werk. Man braucht sich also keine Sorgen machen, dass die Qualität nicht entsprechend sein könnte. Das wird in Mattighofen ernst genommen und mehrmals überprüft. Mit der 390 Duke ist es ja ganz genauso. Was man allerdings schon sagen muss, ist 6.900 Euro. Das ist für mich persönlich gerade noch so eine Schmerzgrenze, wo ich sage, das kann man sich leisten, aber natürlich muss man in Erwägung ziehen, dass Fahrzeuge wie die Yamaha Tenere 700 schon rund um 10.000 Euro zu haben ist. Und da ist natürlich schon die Frage, möchte man da nicht ein bisschen Geld zusammensparen, mehr, und sich vielleicht eine etwas hubraumstärkere Variante kaufen. Für A2-Piloten, die also nur den A2-Führerschein haben, muss man sagen, ist natürlich die 390 Duke, die 390 Adventure ein super Fahrzeug, auch wenn man es in der Klassenkonkurrenz sieht. Ich bin doch schon gefahren, die kleine
300er GS von BMW, die 300er Versys von Kawasaki, die V-Strom 250 von Suzuki. Da muss ich sagen, all das kann sicherlich nicht an die Performance der 390 Adventure von KTM heranreichen. Das einzige Fahrzeug, dem ich das eventuell zugestehen könnte oder würde, das ist schon die Honda. Da freue ich mich auf den ersten Vergleichstest zwischen der CB500X und der KTM 390 Adventure. Das werden wir im Motorradmagazin sicherlich sehr bald für euch produziert haben. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war es jetzt schon wieder von mir hier in Teneriffa. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch ein paar Fahreindrücke von der neuen 390 Adventure vermittelt. Ein Fazit möchte ich noch kurz auf den Weg euch mitgeben. Man muss sagen, zum Preis von 6.900 Euro, finde ich, bringt dieses Motorrad schon sehr viel mit. Man muss es ja wirklich in der Klasse vergleichen mit den Mitbewerbern von BMW, Kawasaki, Suzuki und so weiter. Und da fällt mir wirklich auf Anhieb kein anderes Motorrad ein, das eine derartige Performance liefert, obwohl das in der Preisklasse natürlich relativ ist. Aber seien wir mal ehrlich, für den Alltag und für die kleinen Ausflüge in die Schotterstraßen ist dieses Motorrad wirklich sehr zugänglich, sehr leistbar, sehr wartungsfreundlich auch im Fall eines Sturzes. Also es haben heute, ich möchte keinen Namen nennen, Leute das ausprobiert. Es ist kaum etwas kaputt, wenn man damit umfällt. Also ein wirklich tolles Motorrad für den Allround-Einsatz, für den kleinen Geldbeutel. Wie gesagt, wenn man mehr Budget hat, dann gibt es natürlich einen Haufen anderer Varianten. Aber ich glaube, in der Hubraum- und Preisklasse der 390 Adventure kann die Konkurrenz da wahrscheinlich nicht mit. Genaues werden wir aber dieses Jahr für euch noch herausfinden im Magazin und wahrscheinlich hier auch auf Video. Da werde ich einen Vergleichstest machen mit meinem lieben Kollegen Chaot und dem Peter Schönlaub. Bleibt also bitte dran, hinterlasst mir jetzt noch ein Like und abonniert den Kanal. Und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch, euer Clemo.